Kein Problem. Suchdruiden ausschalten. Paket abholen. Fertig. Das hört sich doch richtig einfach an. Warte mal, wie kommen wir wieder raus hier da? So. Käferstadt. Warte mal, wir haben irgendwie Post. Haben wir irgendwie einen Briefkasten hier wo oder so? Ich sehe gerade keinen. Wir müssen hier sowieso rausfliegen, weil wir sind hier in so einer Talkessel drinne. Und da kann man nicht einfach so herausreiten oder was weiß ich. Ups, ah, hier ist ein Briefkasten. Ah, okay. Lügender Abschaum. Alles klar. Was haben wir noch hier? Oh, da gratuliert jemand. Die GFG, Dankeschön für das Geschenk. So, und wir müssen erstmal jetzt hier das Taxi nehmen. Erinnerung, mechanisierte Reisen sind nur für offizielle Geschäftsangelegenheiten vorgesehen. Ja, Dankeschön. Dann fliegen wir erstmal hier aus der Käferstadt raus. Wie gesagt, wir sind im Talkessel hier. Das sieht man jetzt auch. Sehr gut. So, eben schnell kontrollieren, was ist hier drinne. Welche Schuhe, die können wir nicht gebrauchen. Tolles Geschenk. Warten Sie die Untersuchung und Produktvorschläge an. Weg damit. So, die Fabrik müsste eigentlich sein in die, warte mal, nee, die war, doch, die war in die Richtung gewesen. Wenn ich mich recht entsinne. Auf Balmora ist man ja auch nicht so häufig. Eigentlich ist die Fabrik da. Aber warum soll ich denn dahin? Hä? Warte mal eben. Da aufs Gebiet. Ah, das ist dann schon vor der Fabrik. Was ist das? Köder Geheimdepot. Und da ist ein Suchdruide. Den schalten wir erst einmal aus. Ich habe eh schon schlechte Laune. So. Ach so, die Köderpäckchen sollen wir hinterlegen. Gucken, da hinten haben wir auch noch so ein Ding. Hier geht's weiter. Aber genau da, wo was hinterlegen soll, ist natürlich so ein Suchtriede. Was für ein Zufall, ne? Im Senat sitzen nur Idioten, wenn sie einen Planeten wie diesen dem Imperium überlassen haben. Ja, da gebe ich dir recht. So. Komm, Risha. Schwing deinen süßen Hintern hinten rauf und jetzt geht's los.
Müssen wir da nicht rein? Ah, hier soll man rein, okay. Ich denke mal, es ist dasselbe. Egal, welche Richtung wir nehmen. Ja, ist es. Melden Sie Ihre Beschwerden. Wie ist das hier besser? Ne, ist schlechter. Sie sind einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Okay. Hier müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. In der Fabrik. Was? Der hat uns gesehen? Echt? Hier. Hätte ich ja nicht gedacht. Danke. So, jetzt geht's hier weiter. Kann nur hier weitergehen. So, wo sollen wir denn hin? Ich vermute mal dahin. Schaffen wir noch? Okay, sie ist gleich sowieso dann bei mir. Weil wir sind gleich zu weit außer Reichweite. Und hört der Kampf sowieso sofort auf. Hier geht's weiter. Sag ich doch. So. Okay, liefere das echte Päckchen aus. Wo muss es denn hin? Ja, wir müssen hier geradeaus, da einmal abbiegen und dann wieder geradeaus. Kein Problem, kriegen wir hin. Ich glaube nicht, dass es hier unten einen Bonus gibt. Aber dann sehen wir jetzt ja, wir müssen ja an den Jungs vorbei. Und dann sehen wir das gleich. Kein Bonus. So. Hier abbiegen. Zeit zu sterben. So. Und da müssen wir auch durch. Ist alles nix. Ah, eine grüne Wand. Keine Gegner? Aber hier Sprengstoff, das macht mich so ein bisschen... vorsichtig. Das ist imperiales Gebiet. Stillstehen oder ich mache euch kalt. Ich gebe euch 2 Sekunden zum Abhauen, dann schieße ich. Ihr schießt? Ihr könnt auch nicht mal bis 2 zählen. Spa, ihr übernehmt. Versucht sie am Leben zu lassen. Ihr habt nicht bitte gesagt. Oh. Wollt ihr den Rest dieser Idioten ausschalten? Wir müssen unter 4 Augen reden. Oh, die ist auf meiner Seite.
Na komm, zurück. Ah, hab ich's gebracht. Hier, ich kann helfen. Hä? Schon ausgeschaltet. Ja, dann mach du es doch, Akavi. Brauch ja nichts machen hier, Mensch. Komm, ich weiß mal eine Granate. Kann ich mal was machen. Ich lasse euch den Ruhm. Ich brauche diese toten Körper nicht für meinen Ruf. Ist das eine mandalorianische Rüstung oder habe ich die neuesten Modetrends verpasst? Ich bin Mandalorianerin, aber das geht euch nichts an. Ich will zu Moff Tyrak und ich zahle euch jeden Preis dafür. Ihr habt keine Ahnung, wovon ich spreche, oder? Nein. Das hört sich noch peinlicher an, wenn ihr es sagt. Eure Lieferung ist für den imperialen Moff Tyrak, Kommandant der 63. gepanzerten Infanteriedivision. Falls er für den Widerstand arbeitet, muss ich wissen, warum. Ihr seid Mandalorianerin und dem Imperium gegenüber nicht loyal? Nein. Ich suche Moff Tyrak aus persönlichen Gründen. Ich werde der Republik alles verraten, was ich über die Pläne des Imperiums hier weiß. Als Bezahlung für Moff Tyrak. Und was, wenn mir etwas anderes besser gefallen würde? Ich nehme zu eurem eigenen Wohl einfach an, dass ihr mich gerade nach Credits gefragt habt. Ich mag sie. Mein Geld ist weg und ich kann nur Informationen bieten. Denkt darüber nach und kontaktiert mich später. Ich verschwinde. Jetzt erst einmal außer Sichtweite. So, Risha. Kehre zur Sache zurück. Das machen wir. Der war ja in der Base gewesen. Transport, Kantina. Ach, kehre zu Sechser zurück. Sache habe ich gelesen. So, wo war er jetzt? Aber immerhin nicht die schlimmste Basis der Republik, die ich kenne. Da führt immer noch Rodia. Da ist Sechser. Oh je! Captain, ich kann nicht sagen, wie erleichtert ich bin, Sie zu sehen. Nachdem Sie aufgebrochen sind, traf Master Numen sich mit einigen Widerstandskämpfern und kam nicht mehr zurück. Numen kommt auch ohne Kindermädchen zurecht. Aber diese imperialen Soldaten sind so böse. Sie betrachten heldenhafte Freiheitskämpfer wie Master Numen als... Du meine Güte! Ich habe gerade einen imperialen Datenstrom abgehört. Eine Patrouille hat Master Numen und die anderen gefangen genommen. Sie bringen sie ins Wachlager. Sag mir, was ich tun kann. Bieten Sie an, Master Numen zu retten? Ich wusste, dass Sie zu den Guten gehören. Droiden haben ein Gespür für so etwas. Master Numen besitzt 2 Felddisruptoren, mit denen er unsere Leute befreien wollte. Wenn Sie sie ihm bringen würden, könnte er eine Massenflucht auslösen. Das Imperium wird gedemütigt sein. Ich bin in 0, nichts dort. Warten Sie! Es gibt keinen einfachen Weg hinein. Master Numen hat Kontakte unter den Wachen des Gefängnisses geknüpft, die eine Schwäche für Stims und andere verbotene Importprodukte haben. Wenn Sie seine Lieferungen an die korrupten Wachen übernehmen, sollten Sie sich Zugang zum Gefängnis verschaffen können. Korrupte Wachen sind mir die liebsten. Ich gebe Ihnen die Personalien der Wachen und wir verstecken die Felddisruptoren in Ihrer Kleidung. Sie können sich nun auf den Weg nach Sobrik machen. Das Wachlager ist dort. Ich glaube, Private Vic hat heute Abend Dienst am Eingang. Ich bin mir sicher, Sie finden einen Weg, damit er Sie hineinlässt. Klar finden wir einen Weg. So, erstmal wieder hier raus hier.
wenn Curtis nicht helfen, dann haben wir noch einen Blaster. Damit kommen wir auf jeden Fall rein. Okay, nehmen wir wieder ein Taxi. Erinnerung, mechanisierte Reisen sind nur für offizielle Geschäftsangelegenheiten vorgesehen. Eigentlich würde ich jetzt sagen, wir müssen hier hin, aber... Okay, fliegen wir mal dahin. Passen Sie auf sich auf. Schauen wir mal, wo wir es landen. Ja. Was sollen wir jetzt hier? Zurück ist weit weg. Okay, wir müssen von hier aus hin. Die Gorinth-Schlucht. So, der Eingang zur Sobrek müsste eigentlich hier wohl sein. War doch nicht da gewesen? Nee. Warte mal. Nee, wir müssen noch weiter hier lang. Zack. Ah ja, stimmt, jetzt sehe ich's. Okay, wo ist jetzt die Wache, die wir bestechen können? Das müsst ihr gleich hier vorne bekommen. Eigentlich hier, wir sind jetzt gerade hier am Eingang, aber alles rot. Gehen wir mal hier lang. Zack. Jep. Drin sind wir schon mal. In Sobrek. Ups, mit den Goldi wollen wir uns jetzt gerade nicht anlegen. Oh nee. Jetzt hänge ich fest. Ah, warte mal eben. Aktivieren. So. Das war gewesen, wenn man festhängt. Hieß nur Stuck. Stuck. Zack. So. Okay, wir haben den Goldi im Arsch. Nicht so schlimm, wie es aussieht. Geschafft. Okay, das war jetzt nicht der Plan gewesen, aber zumindest sind wir drin. Ah, da liegt was Nettes. Eine Kiste. Kabrisha einsammeln. Danke. So, kommen wir den so vorbei?
So, drin sind wir jetzt. So richtig drin. Wo sollen wir jetzt überhaupt hin? Liefere Stems. Ah, drei verschiedene Punkte, wo wir hin müssen. Dann gehen wir erstmal zu diesen hier. Ist das in der Kantine? Warte mal. Das könnte im Kantine oder davor. Gucken wir mal lieber davor einmal. Was macht ein republikanischer Sanitätsrüde hier? Warten Sie die Untersuchung und Produktvorschläge ab. Oh ja, egal, ne? Sie sind einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. So. Korrupte imperiale Wache. Na, siehst du wohl, geht doch. Oh Mann. Und ich dachte schon, ich müsste jetzt bei den Hotten einkaufen. Kein Problem. Kauft bei mir. So, die nächsten. Ich schau mal nach. Einmal hier im Eck an dem Punkt und dann schräg gegenüber. Okay. Kommen wir da jetzt so durch? Augen zu und durch. Ja, geklappt. Das sieht nicht so gut aus. Da kommt uns ein Goldi entgegen. Da steht sogar noch ein Goldi. Mal gucken, ob wir da umzu können. Nicht, dass ich jetzt vor die Angst habe, aber das dauert immer so lange, bis man die umgekloppt hat. Ich dachte ja gerade... Wovor haben die Angst? Da warte mal, hier lang. Ja, das sieht gut aus. Hier ist ja viel besser. So. Ah nee, echt? Die hat uns gesehen. Wir werden gleich sterben. Okay, hat uns gesehen. Hä? Unser nächstes Ziel. Suchen wir da vorbeizuschleichen.